heutigen Roblox Adopt Me Video gucken wir uns das nagelneue Update von Adopt Me an. Wir haben nagelneue Pinguine bekommen für Robux und außerdem noch einen zuckersüßen Hund, wenn ihr UGC Items gekauft habt. Vergesst natürlich nicht, den dicken fetten Like dazulassen, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, um zukünftig keine Videos mehr von mir zu verpassen. Und jetzt hätte ich gesagt, geht's los mit dem Video. Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Sandy und heute spielen wir wieder Roblox Adopt Me. Adopt Me hat mal wieder ein neues Update gebracht. Wenn ich mich nicht täusche, gibt es jetzt jede Woche ein Adopt Me Update. Und nächste Woche kommen neue Pets in die normalen Eggs. Und es gibt dann ein Retirement Egg, was ich mega, mega cool finde. Ich habe schon ein bisschen versucht, Bugs zu sparen, aber das ist irgendwie gefühlt sehr, sehr schwierig. Heute gibt es endlich neue Pinguine. Ich freue mich so, Leute. Ich habe die alten Pinguine wirklich nicht so gerne gemocht. Und jeder, der gefühlt mal dieses Rennen gemacht hat an Weihnachten, hat die Pinguine nicht mehr so gut leiden können. Und jetzt gibt es neue Pinguine und einen neuen Ice Cream Shop. Und wenn ihr UGC Rewards gekauft habt, dann könnt ihr euch jetzt einen kleinen Spaniel abholen. Dadurch, dass ich keine UGC Sachen gekauft habe in Adopt Me, werde ich euch den Spaniel jetzt einfach mal einblenden, wie er aussieht. Wir gehen vielleicht, wenn ich es nicht vergesse, trotzdem einfach mal später hin und gucken uns das Ganze an. Und was ist das hier? Navigate to the UGC Rewards Board, navigate to the Ice Cream Shop. Müssen wir beides nicht, wir gehen einfach zu Fuß. Der Ice Cream Shop ist mega, mega einfach zu finden. Der ist einfach, wenn man bei der Neighborhood rausgeht, direkt links und ich bin gespannt. Wow! Das sieht jetzt richtig gut aus. Okay, das haben sie richtig toll gemacht. Ich hatte ja schon lange gesagt, gefühlt seit einem Jahr oder so, habe ich gesagt, dass sie unbedingt mal die Map verändern müssen. Denn irgendwann wird es halt einfach langweilig, wenn man immer dieselbe Map sieht. Tame a King Penguin with a Golden Goldfish. King Penguin 60, Golden King Penguin 37,5. Diamond 2,5. Was kostet der? 225 Robux. Das heißt, der Preis hat sich nicht geändert. Oh no. Your balance after this transaction will be 150 Robux. Das bedeutet, wir können uns einen einzigen kaufen? Das ist nicht unser Ernst. Oh mein Gott, aber wir machen den jetzt einmal auf und dann gucken wir gleich, ob wir vielleicht noch welche. Ob wir vielleicht noch welche haben. Vielleicht haben wir noch welche. Wartet. Wo ist er hin? Hallo, Pinguin? Excuse me. Ein paar Sekunden später. Ist er für immer weg? Thanks, Sandy Roll. Nee, warte, da komm da. Aber, ja, wartet. Es leckt, glaube ich, einfach nur. Nein, wir haben den normalen bekommen. Aber, oh mein Gott, wie süß bist du denn? Guckt mal, der ist fast so groß wie ich. Das ist ja unglaublich. Oh mein Gott, ist der süß. King Penguin. Oh mein Gott. Gott, wir können ihn quasi kaum halten, weil er einfach so unfassbar putzig ist. Er möchte was zu trinken. Haben wir was dabei? Ja, wir haben eine Limonade dabei. Wartet bitte. Ja, Limonade. Feed Pet. Wartet. Drop Pet. Oh mein Gott, wie süß ist er denn? Oh, das ist nicht unser Ernst. Feed Pet. Oh mein Gott. Oh, er ist total niedlich. Oh mein Gott, er ist echt total niedlich. Wir haben auch, also ich bin vielleicht Robux-Pleite, Leute. Ich bin vielleicht einfach nur Robux-Pleite, weil ich habe mir in Wild Horse Islands alles Mögliche gekauft. Das Video habe ich auf Nick Roll gebracht, meinen anderen Kanal. Ich verlinke euch das Video einfach mal im i, falls es euch interessiert, was ich alles an Robux-Items in Wild Horse Islands gekauft habe. Oh mein Gott, bist du, aber du bist, oh mein Gott, ich bin maximal verliebt. Jetzt wartet mal. Oh ja, hier. Als ob, wir haben 5 Fische. Oh, what? Cool. Ich kann mich erinnern, Leute. Ich habe die mal gekauft. Da waren die Fische, glaube ich, im Angebot für 150 Robux oder so. Da habe ich einige der Fische gekauft, in der Hoffnung, dass die irgendwann mal abgedatet werden. Wo ist denn... Mein Gott, guck mal, wir können hier fahren. Aber das Ding ist, ich sehe immer nicht, welcher Fisch schlüpft. Pinguin, meine ich. Habe ich denn... Nee, aber ich habe doch jetzt wieder keinen bekommen. Das dauert, glaube ich, einfach. Ich habe wieder einen normalen bekommen. Okay, das ist maximal belastende Geschichte. Wir haben noch 4. Ja, jetzt können wir es doch mal sehen. Let's go! Ja, gut.
Oder vielleicht auch nicht. Ich meine, 37,5% theoretisch kommt schon. Wir könnten doch jetzt einfach mal Glück haben und zumindest einen goldenen bekommen, oder nicht? Halt. Seht ihr das? Das ist so putzig. Oh mein Gott, das ist nicht euer Ernst. Guckt mal, wie sie hier alle stehen. Nein, wieder normaler. Natürlich. Okay, wir haben noch zwei. Oh mein Gott, wir haben nicht wirklich viele Fische. Aber egal, wir gucken einfach. Let's go, komm schon. Einen goldenen, einen goldenen, einen goldenen. Bitte? Goldener? Och Mann. Ich habe da immer kein Glück, Leute. Nie. Ich habe gefühlt bei solchen Sachen nie Glück und ich sollte das gefühlt auch einfach gar nicht mehr machen. Unser allerletzter Fisch. Ich bin gespannt. Ich bin maximal gespannt, was dieser letzte Fisch jetzt wird. Ich hätte gerne einen goldenen. Den Diamanten finde ich gar nicht so cool. Ich finde den goldenen mega, mega toll. Der sieht richtig hübsch aus. Nein. Okay, das heißt, wir haben jetzt 6 normale. Oh mein Gott. Da hatte ich mal wieder maximales Pech. Oh mein Gott. Ich weiß nicht, warum ich hier immer so viel krasses Pech habe. Also bei den Pinguinen, glaube ich, hatte ich noch nie Glück. Da habe ich, das ist schon ewig lang her. Da habe ich mal ein Video gemacht. Da habe ich, ich glaube, 10 oder so aufgemacht. Also nicht nur 6, sondern 10 und hatte irgendwie auch keinen einzigen guten dabei. Oh mein Gott, ich habe einfach immer das Pech. Aber die sind richtig schön. Schreibt immer sehr, sehr gerne in die Kommentare, wie findet ihr die Pinguine, die King Penguins? Ich finde die mega. Die sind 1000-mal besser wie die alten. Und wisst ihr was, haben wir nicht jetzt noch 150 Robux? Wollen wir nicht einfach unserem, unserem Pinguin, einfach nochmal eine Ride Potion geben? Denn ich möchte unbedingt eigentlich sehen, wie man den reitet. Und ihr möchtet das doch bestimmt auch sehen, oder? Wie man den reitet. Moment, hier. Unlock. Ja, guckt mal. Danach habe ich 0 Robux. Oh mein Gott. Glaubt ihr, wir sitzen hinten drauf? Ich muss ehrlich sagen, ich hoffe, wir sitzen da so. Oh mein Gott, wie krass ist das denn jetzt? Seht ihr das? Das sieht ja mega heftig aus im Dunkeln. Wow. Ich meine, man sieht nichts mehr. Aber es sieht gut aus. Okay, ich glaube, wir können uns hier nicht draufsetzen. Wartet, okay. Ich möchte nur noch hier ganz kurz nochmal durchspringen. Oh mein Gott, das war cool. Habt ihr das gesehen? Ich bin quasi die hier Eislaufkönigin. Okay. Das sieht richtig hübsch aus. Okay, ich glaube, wir müssen aber rausgehen. Oder uns zumindest irgendwo raufstellen, dass wir aufmounten können. Ein paar Sekunden später. Right. Das... Ach, schade. Okay, ich hätte es jetzt so cool gefunden, wenn wir hier entlang schlittern können. Okay, wir müssen raus. Wie komme ich hier raus? Komm ich? Hilfe! Ich schaff's. Später. So, wir sind draußen und wir müssen es jetzt nochmal ganz kurz ausprobieren. Das ist cool. Okay, das hat sich rentiert. Ich habe das Gefühl, dass es sich ganz oft einfach nicht mehr rentiert, dass man Ride Pads kauft, weil man ganz oft ziemlich komisch drauf sitzt auf den Ride Pads. Das ist mega cool. Lass uns mal ganz kurz nachgucken, wie die Pinguine in Neon aussehen. Ich könnte nämlich theoretisch ja einen Neon machen. You adopted your first King Penguin on July 14th, 2022. Ja, oh mein Gott, und der ist viel schöner. Der ist einfach viel schöner. Leute, ich bin einfach maximal verliebt in den Pinguin. Der ist richtig cool. Können wir auch... Jetzt wartet, hier ist der Diamond, ne? Jetzt wartet mal, der ist quasi... Die sind alle exakt gleich. Okay, das finde ich ein bisschen schade tatsächlich, weil die anderen beiden sind ja Legendary. Und da hatte ich mir irgendwie vorgestellt, dass die irgendwie nochmal besonderer aussehen, wobei die ja... dadurch, dass sie so aussehen, schon sehr besonders sind. Ich persönlich hätte tatsächlich gerne den Golden King Penguin. Der ist anders. Guck mal, der ist anders. Der ist gelb. What? Ja, guck mal, der ist genauso wie der in Neon. Das heißt, ich bin maximaler Fan von dem Golden King Penguin in Neon. Der sieht mega gut aus. Und in Mega Neon ist er wieder gleich. Ich persönlich... finde ihn am allercoolsten in Neon. Genauso wie den normalen. Ich hatte halt jetzt Pech und ich habe leider keine Robux mehr. Oh, ich habe irgendwas abgeschlossen. Wartet bitte. Feed your pet a potion. Claim. Nice. Nice. Als letztes gucken wir jetzt noch diese UGC-Items an, die es quasi gibt. Okay, das heißt, man muss, ich glaube, 5 Stück
gekauft haben. Und es ist mit echten Robux. Die Items sind aber nicht wirklich günstig. Der Kaktus ist mega süß. Cactus Friend Head, der ist richtig, richtig zuckersüß. Der gefällt mir mega gut. Ich habe im Moment 0 Robux, deswegen kann ich ihn mir nicht kaufen. Der kostet 59 Robux, das ist gefühlt okay. Sind die alle so teuer? Ja, die kosten gefühlt alle 59 Robux, oder? Ja, guckt mal. Alle kosten... Oh mein Gott, Chick Hat! Das ist cool. Und ihr müsst gefühlt nur eine Minute warten oder sogar weniger. Ich hätte gesagt eine Minute. Und dann kommen eben mehrere Sachen und die kosten alle 59. Und wie gesagt, wenn ihr 5 Items kauft mit Robux, bekommt ihr einen süßen Spaniel umsonst. Dann war es aber mit diesem Video. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr euch einen der Spaniels schon gekauft habt oder nicht. Ich werde mir definitiv einen kaufen. Ich bekomme, glaube ich, irgendwie in 2-ish Tagen oder in 3 Tagen wieder Robux. Und da werde ich mir definitiv einen holen, denn der kostet irgendwie knapp 300 Robux, oder? Das ist, glaube ich, eigentlich ganz in Ordnung. Schreibt mir mal sehr, sehr gerne in die Kommentare, wie findet ihr die Pinguine und wie findet ihr den neuen Spaniel, den man bekommt, wenn man ein paar Sachen für Robux gekauft hat. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Lasst sehr, sehr gerne einen Like, einen Kommentar und ein kostenloses Abo da. Dann hätte ich gesagt, bis zum nächsten Mal. Servus!